Herzlich willkommen zu einer kleinen Testaufnahme von Infamous 1, wie ihr seht. Ja, ich werde jetzt Infamous 1 jetzt einfach mal hier auf Hochtouren testen. Denn, ja, ich nehme jetzt nämlich gerade nämlich nicht mit einem Grabber auf, sondern mit meiner TV-Karte, die da drin ist, in meinem PC, von der ich eigentlich, okay, ich wusste von ihr nach einer Zeit lang, von der Karte, aber ich wusste nicht, dass ich damit irgendwie aufnehmen kann. Aber wie der Zufall will, fesseln wir den jetzt? Nein. Wie der Zufall will, funktioniert das anscheinend doch ganz gut mit der Aufnahme. Wow, ich bin fast tot. Und das war eine Granate und die Quali geht runter. Okay, der ist ganz tot. Die, Motherfucker! Übrigens ein Gast neben mir sitzen, ich weiß nicht, ob der was sagen will oder nicht, weil das erscheint ja hier auf YouTube. Also ist derjenige still und guckt zu. Seine Nachricht bekommen über ICQ. Und wir laufen einfach mal weiter. So. Na, wenn ich nichts mache, also wenn ich nur gerade auslaufe, dann bessert sich die Quali wieder. Dann heilen wir doch mal den Passanten hier. Gern geschehen. Au. Au. Von wo? Au. Kopfschock. Oh, der ist nämlich tot. Kopfschock. So, dann lass uns mal in einen Bereich gehen, in dem nicht so viele schwere Gegner sind. Fake. Der schlimmste Urlaub aller Zeiten. So, hier. So. Und hui. Hier das Gefängnis. Sieht auch heruntergekommen aus. Wir müssen die Zivilisten heilen. Ja, was soll ich erzählen? Ne? Ist halt so ein kleiner Test hier. Nein! Ja, ich denke mal, das sollte erstmal für den Test reichen. Wir landen hier wieder schön in der Klinik, wo kein Arzt ist. Und Pool ein bisschen aufheizen. ja. Dann werde ich das Ganze jetzt rendern und sofort hochladen und dann werden wir ja mal sehen. Gib mal einen Kommentar zu der Grafik, wie ihr die findet. Ob die okay ist. Oder ob ihr sagt, nee, wenn die Quali so ist, dann wollen wir den Famous 2 erst gar nicht sehen, ne? Kann natürlich auch sein. Wie gesagt, schreibt eure Meinung und auf Wiedersehen.